Irgendwie sehen wir komisch aus. Komischer als sonst. Etwas komischer als sonst. So, wir sind so Farbentausch. Ich bin hier so grau-beige, du bist hier so grau und dann so rosa. Und jeder hat eine Kappe auf und jeder hat so zwei Dinge da. Jeder hat dann eine Kette noch. Egal. Ist halt blöd, wenn wir beide keine Lust auf Haare waschen haben. Dann sieht das so aus, das Endergebnis. Tja, perfekt kaschiert, oder? Hallo ihr Lieben, wir haben ein neues Video für euch und heute sind wir dran. Ihr kennt bestimmt diese Videos, wo Dartpfeile geschossen werden. Heute schieße ich Dartpfeile auf Sarina. Ja, und je nachdem, was sie trifft, es wird gebraten. Nein, okay, jetzt wird's creepy. Kleiner Finger. Nein, natürlich nicht. Wir sind nicht so creepy. Wir schießen auch ganz normal Dartpfeile auf so eine Pinnwand. Macht man das? Eine Pinnwand? Wir haben jetzt keine Darttafel oder so. So professionell sind wir auch nicht. Ich darf schießen. Wir haben uns schon intern geeinigt. Sarina darf beim nächsten Mal. Und deshalb müsst ihr unbedingt einen Daumen nach oben da lassen. Denn wenn dieses Video 35.000 Daumen nach oben kriegt, dann darf ich. Bitte. Bitte. Sarina ist sehr ungeduldig, also bitte beeilt euch. Eigentlich wollten wir dieses Video nur machen, weil wir diskutiert haben, wer eigentlich besser das schießen könnte. Ich denke, ich kann's. Aber ich kann's euch heute auch nicht beweisen. Ich will heute mal zeigen, wie zielgetreu ich Dart schießen kann. Ich freue mich. Als erstes brauchen wir eine Wand. Wir müssen eine Wand basteln. Ich habe da schon was vorbereitet. Wir sind im Bastelfieber. Das ist unsere Schablone. Das ist das süßeste Einhorn. Die süßeste Pinnwand, die es gibt. Und ein kleiner Vorgeschmack. Das werden die Logos sein. Was bedeutet das? Das sage ich noch nicht. Und was bedeutet das? Das bedeutet, es wird teuer. Das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Mal gucken. Weil wir leider kein Papier hatten, was so groß ist wie unser Einhorn. Die Nase fehlt. Das Horn fehlt. Und das kriegt jetzt so einen schönen Farbverlauf. Das fährt so ungefähr. Und so. Und so. So sieht das jetzt aus. Unser wunderschönes Unicorn. Vicky hat schon mal die ganzen Logos fertig ausgeschnitten und die müssen jetzt noch platziert werden. Gucci muss auf jeden Fall aufs Horn, damit die Wahrscheinlichkeit gemindert wird. Und Louis Vuitton-Westen irgendwo im Eck verstecken. Der Gutschein ist auch etwas sehr Besonderes. Also brauchst du auch einen besonderen Platz. Hier ist, glaube ich, ganz gut. Haben wir uns jetzt für diese Reihenfolge entschieden? Yes! Das sieht gut aus. Und Leute, wir waren so schlau. Wir haben das ausgedruckt auf so einem Klebepapier. Da müssen wir nur die Folie abziehen und dann Boom! Dürfte ich dieses Boom filmen? Boom, 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 boom! So, Frau Bürgermeister, bitte zeichne die Grenzen ein. Das ist eine sehr großartige und schwerwiegende Aufgabe. Aber ich fühle mich ihr gewachsen. Hä, stopp! Das zählt ja überhaupt nicht, Mann! Das zählt wohl! Du hast doch wohl einen Knall. Okay, wie geht's weiter? Ich dachte, wir zeichnen die durch die Mitte in fair. Ich mach das. Alle mal weg. Alle nein, mal nein, weg. Nein. Burger King mag ich sehr gerne. Du kriegst nix bei Burger King. Ich werde nicht drauf schießen. Ich liebe Burger King. Burger King ist groß. Oh, ich liebe auch McDonald's. Oh, das liebe ich ja eigentlich noch mehr. Jetzt habe ich es vergessen. Ha, ha. So. Das Ergebnis. Unsere Schusstafel. Wir sind hier nicht im Erdkundeunterricht. Bei uns gibt es Einhörner. Willkommen im Einhornland. Die hängen wir jetzt auf. Oh, wir müssen auch noch die Dartpfeile zusammenbauen. Was ist eigentlich die Hauptstadt? Traumland. Traumstadt. Zur kurzen Erklärung. Gucci. Lidl. Hier ist ein Gutschein. Wenn Vicky darauf trifft, dann darf sie sich eins von meinen Sachen aussuchen. Egal von wo. Egal ob Kleiderschrank, Schminktisch, Spielsachen. Hund. Darf ich mir Billy aussuchen? DM. McDonald's. Hier haben wir auch noch Burger King, Louis Vuitton, Ikea, Teddy. Und das ist auch noch etwas sehr Besonderes. Wenn Vicky hier drauf trifft, dann wendet sich das Blatt und ich darf weitermachen. Ab dem Moment darf ich schießen und ich krieg alles. Wie viele Würfe habe ich? Drei. Drei nur? Vier mindestens. Ich habe bestimmt einen Fehlversuch. Dreimal treffen und zweimal daneben werfen. Aber ich will doch in mehr Geschäfte. Es wird ein toller Tag, Sarina. Es wird ein erlebnisreicher Tag. Ich darf vier Treffer. Du darfst dann auch so viele. Und dort, wo Vicky trifft, da gehen wir dann hin und da darf sie dann fast machen, was sie will. Und sie bezahlt. Ich hoffe, sie trifft hier. Dann ist das wohl mein Glückstag. Ich bereite mal die Dartpfeile vor. Die kriegen noch Flügel. Ich muss mir meine vier Glücksschüsse aussuchen. Auf jeden Fall Regenbogen nehmen. Bitte keine Spinne. Doch, mit der Spinne schieße ich auf. Gucci, das ist verkehrt. Wie geht das denn? Kann mir wer helfen? Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Tada. Tada. Ist auch geschafft. Wo darf ich stehen? Hier so. Das ist die Linie. Ich fange an mit Feuer. Bitte nicht in die Wand. Wo will ich denn überhaupt hin? Nicht dahin. Soll ich Gucci versuchen? Oh, nein, das geht voll in die Wand. Zum Aufwärmen nehme ich McDonald's oder Burger King. Aber was soll ich nehmen? 3, 2, 1. Schuss. Oh!
schießt mit der Spinne. Mein Plan ist es, nichts anzuzielen, dann kommt vielleicht nicht so ein Blödsinn. Oh nein, ich muss zahlen. Damn! Okay. Ist gut. Das ist völlig in Ordnung. Wir sind jetzt auf dem Weg zu DM und ich erstelle schon mal in meinem Kopf eine Einkaufsliste. Was kann ich alles gebrauchen? Und ich versuche schon mal nicht zu heulen. Oh nee, ich kann leider nicht aussteigen. Ich komme nicht aus dem Auto raus. Das ist zu knapp. Ich kann nicht. Sarina hat gesagt, ich muss. Geschafft. So viel hast du vor zu kaufen? Bitte nicht. Viel Spaß. Genau diese eine Sache und die gibt's nicht. Haha, ich war vorher hier, hab alles weggekauft. Oh Leute, das muss ich haben. Glitter ist mein Superpower. Ich wollte mal nicht komplett ausrasten und habe mir das alles bei DM ausgesucht. So ein paar Gesichtsmasken. Die sind aber auch echt teuer. Hier habe ich Duschgel, Pink Glitzer. Oh, Suri mag's auch. Und lila Glitzer. Dann noch einen Body Spray von Bilou. Auf den bin ich sehr gespannt. Achtung, Live-Test. Oh, riecht auf jeden Fall sehr, sehr süß. Perfekt für den Sommer. Hoffentlich kommen nur dann nicht die ganzen Bienen. Du wolltest nicht komplett ausrasten. Du hast ja auch nur 12 Teile ausgesucht. Ja, ich hätte ja auch 20 aussuchen können. Ich habe sogar extra ein Mini-Haarspray genommen. Hallo, Mini. Trockenshampoo, Abschminktücher. Braucht man sowieso immer Puder und ein bisschen was zum Schminken. Und das war es auch schon. Ich finde, das ist sehr freundlich. Oder was meint ihr, Leute? Damit bin ich auch völlig okay. Zählt das jetzt noch? Ja, das zählt trotzdem. Ich weiß nicht. Ich glaube, es muss stecken bleiben, Leute. Wo ist er denn hin? Verloren. Hallo? Also der zählt nicht. Hier. Das zählt wohl. Leute, ich habe Hunger. Wie gut, dass wir jetzt zu McDonald's fahren. Ich bin auch froh, ich habe den ganzen Tag noch nichts gegessen. Was nehme ich? Ich will ein Veggie Wrap und Pommes. Ich nehme das gleiche. Was gab Ihre Bestellung, bitte? Hallo, 2 Tomato Salsa Wraps in Veggie und 2 große Pommes, bitte. Ja, was bestellen Sie? Ja, danke. Von 13,40. Wir haben eine Fliege. Flieg raus. Die bei mir ist offen. Weg mit dir, weg. Sieht aus wie ein ausgestorbener McDonald's. Die haben wohl alle auf Burger King getroffen. Danke sehr. Tschüss, danke. Vielleicht haben sie das Doppelte eingepackt, das wäre ja cool. Immer checken. Hier, was ist das? Pommes und die Wraps. Wir haben das Essen mit nach Hause genommen. Yummy! Und noch richtig viel Upsi. Oh, Ketchup! 2 Schüsse habe ich noch. Help, help, Hilfe, stopp! Unterbrecht sie. Mitten rein. Oh nein. Wir haben gar keinen Louis Vuitton-Laden. Wir haben Internet und einen Online-Shop. Nein! 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 Hilfe! Oh nein, wieso machen wir das? Wieso machen wir das gerade? Ich besitze nichts von Louis Vuitton. Jetzt muss ich Sarina was von Louis Vuitton kaufen. Man reiche mir den Online-Shop von Louis Vuitton. Es lädt. Oh nee, leider kein Internet. Datenvolumen aufgebraucht. Tschüss! Gib her jetzt. Was ist denn hier los? Europe. Hallo. Österreich. Leider können wir nichts in ihr Land liefern. Auf Wiederhören. Was nimmst du denn? Hast du schon einen Plan? Noch nicht. Kurze Frage. Ist das eine Geldbörse? Ja. Eine Geldbörse. 300 Euro. Ja. Wie wär's mit einer Geldbörse? Ich glaube, das ist so das Günstigste. Oh, die Tasche da oben kostet ja 1200? Die ist nicht schön. Die würde ich dir nicht empfehlen. Die ist gar nicht schön. Ich dachte 120. Ach, du bist süß. Zum Glück muss ich das nicht bezahlen. Aber ich muss schon sagen, diese Tasche gefällt mir schon sehr gut. Ich glaube, da ist gerade ein Dartpfeil runtergekracht. Oh, die ist aber süß. Nee, die steht dir nicht. Ich warte einfach, bis es vorbei ist. Ach ja, Sarina, kannst du mir 1200 Euro leihen? Ich muss doch schnell einen Kredit aufnehmen und zur Bank. Hier, Schlappen! 560 Euro nur! Ich dachte gerade 56. Irgendwie, die Nullen, die sind so leicht durchsichtig. Die sieht man gar nicht auf den ersten Blick. Ein Gürtel für 200 Euro, das ist das günstigste. Den könnten wir ja nehmen. Oder was ist das? Ach, so ein Armband. Ein Armband für 200 nehmen wir. Oh, die haben ja wenig aus, weil das war schon. Du bist, glaube ich, in der Sommerkollektion. Ach so, aber das gefällt mir hier eh ganz gut. Die ist doch ganz süß. Was? 2 Fächer? Ja, jedes Fach kostet 100 Euro.
Sie braucht gerade ungefähr schon 100 Stunden. Weiß nicht, ob das gut ist oder schlecht. Ich nehme die kleine Geldtasche. Ach, willst du jetzt nett sein? Ja. Und jetzt nur zwei Fächer. Da passt ja dein ganzes Geld nicht rein. Auf die eine Seite mache ich meinen 5-Euro-Schein, auf die andere Seite meinen 10-Euro-Schein. Okay, add to shopping bag. Es ist dein Wunsch. Okay, okay. Und ich werde dann jetzt einfach mit PayPal bezahlen. Was? So triffst du niemals. Lidl oder Gutschein? Was soll ich nehmen? Teddy? Probier doch Gucci. Versuch's. Ein Versuch ist es wert. Nein, mir reicht mein Louis schon. Was machst du denn da? Ja, mitten in den Lidl. War das dein Plan? Was willst du bei Lidl? Süßigkeiten! Na, wenigstens günstig. Das war mein Schuss. Ja, genau in die Einhornmähne. Vielen Dank auch. Und da wären wir. Und jetzt Nachspeise. Auf jeden Fall Kinder Country. Du darfst tragen, Vicky. Natürlich MF. Schokobons. Hier, bitte schön. Vicky, wir brauchen, glaube ich, einen Einkaufswagen. Eine wirkliche Nachspeise wurde das jetzt nicht. Eher so ein Wocheneinkauf. Ja, ich glaube schon. In einer Woche schaffe ich das alles wegzuessen. Besonders freue ich mich auf Kinder Country. Hier habe ich schon ein paar genascht, deswegen ist das schon so ausgepackt. Oh, und was für Überraschungen sind da wohl drin? M&M's, eine Riesenpackung. Genauso riesig sind auch die Kirschen. Gehen halt auch immer vor mir Schokolade. Ist auch immer super lecker. Das kenne ich, glaube ich, noch gar nicht. Das ist so ein Lion-Riegel. Und ich stelle mir den einfach mal vor wie Snickers. Und Snickers mag ich. Das wird bestimmt auch super lecker schmecken. Vicky, willst du was davon haben? Kirschen. Hier bitte. Nix für Billy. Okay. Entschuldigung. Ja, nicht mal 12. Das ist weniger, als du bei DM gekauft hast. Die besten Nachrichten ever. Bei 35.000 Daumen nach oben darf ich nochmal. Eine bessere Idee. Bei 35.000 Daumen nach oben darf Sarina nochmal. Aber bei 40.000 Daumen nach oben darf ich. Das ist doch fair. Okay. Sie ist ja richtig nett, weil sie kriegt gleich eine Louis Vuitton Geldbörse. Geliefert. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.